Mein Name ist Klaus Lenk-Wenings. Ich versehe hier ehrenamtlich Dienst beim NABU auf dem Graswader in Hallingshafen, einem Naturschutzgebiet, in das täglich viele Besucher kommen. An der Naturschutzstation auf dem Graswader in Hallingshafen beginnen täglich um 10.30 Uhr und um 15 Uhr die Gästeführungen ins Naturschutzgebiet. Wir befinden uns jetzt am NABU-Aussichtsturm auf dem Graswader, etwas östlich der NABU-Station. Von hier sind es etwa noch 2 Kilometer bis an die Ostspitze des Graswaders, wo sich die Sedimente absetzen, die am hohen Ufer alljährlich abgetragen werden. Wir befinden uns jetzt in 12 Meter Höhe auf dem Aussichtsturm des NABU in der Aussichtskanzel. Von hier hat man einen wunderbaren Blick über den Fehmarnsund auf die Insel Fehmarn, auf die Sundbrücke und über den östlichen Teil des Naturschutzgebietes Graswader. Dieser Turm wurde im Jahr 2007 errichtet, geplant und gebaut von Professor Meinhard von Gerkan, und er hat 2007 den Architekturpreis errungen für das beste und schönste Holzbauwerk des Jahres. Wir sind jetzt Mitte Mai. Mitten in der Brutsaison der Sturmmöwen. Hinter mir sieht man ein Gebiet, das wir eingezäunt haben mit einem Elektrozaun. Denn wir haben seit einigen Jahren Marder, Füchse und Igel hier auf dem Graswader, die Brut ganz stark bedrohen. Ansonsten und immer können unsere Besucher hier die verschiedenen Seevögel sehen, die verschiedenen Möwenarten, Austernfischer, Säbelschnäbler, Graugänse in großer Anzahl und viele, viele andere. Musik